Okay. Mewtwo, Mew, ey, wir machen jetzt haben, nachdem wir Mewtwo jetzt haben, fangen wir jetzt auch Mew. Erst brauchen wir ein Pokémon Level 7, weil Mew hat nur Level 7, ja. Und alle unsere Pokémon sind zu schwach, so. Was? What the fuck? War die Box voll? Ne, Box haben wir denn? Box 3. Hat nur Glück, dass wir Mewtwo noch fangen konnten. Oh mein Gott. Na gut, dann nehmen wir Box 1. Können wir eins ablegen? Ach warte, wir haben ja ein Team. Oder haben wir nicht? Ah ja, wir haben ja Mewtwo jetzt dann im Team, genau. Jetzt weiß ich warum. Okay. Aber die Box die ganze Zeit voll. Wir hatten nur einen freien Platz im Team. Okay. Level, ja, gut, Tauboga hat ein hohes Level, aber, ja, gut, Tauboga, nehmen wir mal Tauboga, was soll's. Haben wir ja ewig lang nicht befindet, ne? Hallo Tauboga, lange nicht gesehen, was? Jetzt wirst du Mewtwo fangen. Also Pikachu sollten wir vielleicht in erste Stelle lassen. Weil wir müssen dann gegen den Trainer kämpfen, der dieses Fleckmon hat. So, heilen wir unsere Pokémon. Ach, ich hab gewusst, dass es nicht das letzte Mal war, wo wir die begegnen. Aber dieses Mal ist es echt das letzte Mal. Dann kommt nur noch Sunnytown und dann war's das. Hoffentlich gibt's Sunnytown in dieser Edition. Ich weiß gar nicht. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Oh, endlich halten wir das hinter uns. So. Hoffentlich klappt's. Ich hab das lange nicht gemacht, aber ich habe das schon einmal mindestens gemacht. Aber ich habe es bei einem anderen, also mit dem anderen Trick gemacht. Den werde ich euch danach zeigen. Aber ich habe es noch nicht auf die klassische Weise gemacht. So, da muss man nämlich flink sein. Ich glaube, ich mache sogar einen Safe State. So, speichern. Nehme ich mal den Fünfer. Spielstand 5 gesaved. Muss ich mir merken. Spielstand 5 ist Mew. Hallöchen! Gut, gegen den Trainer, den haben wir ja nicht bekämpft, ne? Deswegen müssen wir jetzt so. Jetzt müssen wir schnell sein, sehr schön. Jetzt müssen wir fliegen und zwar nach Azuria City. Und jetzt reagiert der Trainer und wir verpissen uns. So ist das Spiel ein bisschen verbuggt. Weil ja eigentlich jetzt ein Kampf stattfinden sollte, wofür wir geflohen sind. Und jetzt müssen wir jetzt auf die Nuggetbrücke. So, jetzt würde ich sagen wollen, hey, wir gehen auf die Nuggetbrücke. So. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Unser Mew. Hier und ihr müsst ihn von oben ansprechen, das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert es nicht. Ich habe in Orana City mit meinem Vater auf der MSN eine Party besucht. Glückwunsch. Und was soll da? Und was erzählst du mir das? So, zeigt mir einen Fleckmann und dann kommt mein Donnerblitz und dann war's das. Ja, gut, Level 17 ist keine Herausforderung. Es hätte genauso gut ein wildes Pokémon sein können. So, tschüss. Ich bin hier nicht böse. Ich bin nicht böse. Sieh an, wie so ein Geschütz aus Portal 2. Ich hasse dich nicht. So, jetzt müsst ihr nach Lavandier fliegen. So. Jetzt müsst ihr wieder auf die Route. Und das Startmenü öffnet sich. Ich habe nichts gedrückt, das kann ich euch versichern. Ich schließe es mal. Wow. Und was taucht auf? Aha. Also es ist kein Cheat, es ist ein Trick aus dem Spiel. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr es falsch macht, könnt ihr euer Spiel kaputt gehen. So. Tauboga, hoffentlich ist unser Tauboga nicht zu stark. Ach scheiße, ich habe zu wenig Hyperbälle, glaube ich, mitgenommen. Wie fahren wir denn? Hab vergessen, welche einzukaufen, ne? Hoffentlich reichen die vier. Jetzt können wir nur auf unser Glück hoffen. Ich hoffe, der Windstoß killt Mew nicht. Ach, sehr schön. Ganz knapp überlebt.
Eine Statusveränderung wäre jetzt noch schön, aber wir haben keine. So, jetzt schmeißen wir einen Hyperball. Ja. 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 Nice! Mew wurde gefangen. Für Mew wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mew, neue Art. Größe 40 cm, Gewicht 4 Kilo. Betrachtet man Mews Haut in der Vergrößerung, so erkennt man ein Fell aus sehr feinen Härchen. Okay, Mew hätten wir jetzt gefangen. Und schauen wir uns gleich an. Legen wir einfach Tauboga wieder ab. Tschüss Tauboga, war nur eine schöne, war eine kurze Begegnung nur mit dir. So. Mew. Okay, Mew, das Besondere an Mew ist, Mew kann jede Attacke erlernen. Also ihr könnt Mew jede TM beibringen, die ihr wollt. Mew EP-Punkte 236, Level 78, also Level bis Level 8, Level 78 EP bis zum nächsten Level. Die einzigen Attacken, die Mew momentan kann, sind Pfund. Und er schaut, die Werte für einen 7er sind nicht schlecht. 20 Angriff, Verteidigung 19, Initiative 19 und Spezial ist 20. Für ein 7er Pokémon nicht schlecht. So, und jetzt zeige ich euch den anderen Trick, wie man Mew fängt. Dafür muss ich einen neuen Save State laden. Moment. Na, wo ist er denn? Oder ich glaube, ich speichere den noch zuvor. Und zwar nehme ich mir wieder den 5er. Kann ich ja jetzt überschreiben. So, jetzt lade ich mal den einen ganz alten aus dem letzten Jahr. So, hier waren wir in Fuxane City. Und zwar war es hier, der Ort, wo ich den Trainer versehentlich angesprochen habe, der hier in der Nuggetbrücke war. Um den Trick zu machen, also es gibt noch einen zweiten Trick, um Mew zu fangen. Der ist sogar noch der schnellste Weg, um Mew zu kriegen. Und zwar braucht man hierfür einen Abra. Haben wir einen Abra? Muss ich schauen. Aber legen wir einfach mal Dicta ab, was soll's. So, Abracadabra, Simsalabim. Haben wir es in einer anderen Box? Schau ich mal in Box 1 nach. Wir haben ja eins geholt in der Spielhalle, glaube ich, ne? Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht vertippt. Na, wir haben keinen Abra, sowas aber auch. Dann holen wir uns eins. Wie viel Geld haben wir? Dann müssen wir in die Spielhalle schnell. Ich gehe mal kurz und hole einen Abra, dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier bin ich wieder. So, schauen wir mal nach, ob es funzt. Moment, muss erst finden, den Trainer. Okay, ich glaube, man muss hier sein, oder? Ne, erst doch hier, ja, gut, sehr schön. So, und dann verwendet ihr euer Abra und warbt euch ins letzte Pokémon Center. Dieses Abra könnt ihr euch übrigens in diesem Gras fangen, da wo er ist, der Trainer. Scheiße, ich glaube, ich hab's falsch gemacht. Okay, dann bis gleich. Okay, das, was ich falsch gemacht habe, ihr müsst zuerst ins Pokémon Center gehen, damit der letzte Ort gespeichert wird, wo sich Abra dann hin teleportieren wird. Anders geht's nicht. So. Ja, es geht auch eigentlich mit Fliegen, aber mit Abra geht's schnell, dann kann man den seinem Mew schon vor dem zweiten Orden abholen. Ich glaube, ich steig mal vom Fahrrad ab. Ich glaube, das fälscht es ein bisschen ab. So, dann probieren wir es nochmal. Okay, hier ist er nicht. Okay. Abra, Teleport. Warp ins letzte Pokémon Center. Und? Was? Oh! So, wisst ihr was? Wir probieren es jetzt mal mit Fliegen. Weil irgendwie ist der Teleport von Abra immer nach Funktion. Keine Ahnung, wie der Teleport funktioniert. Ich verwende ihn eigentlich nicht so oft. Auf jeden Fall muss es dann nach Azure City gehen. Und ja, ich mache es halt jetzt damit Fliegen. Aber ihr müsst es dann halt mit Abra machen, ne? Okay, dann machen wir's mal. So. Glurak fliegen. In Richtung Azuria City. Ding, die Ding. Bei dem macht's Kling, Ling, Ling. Okay. Jetzt müssen wir wieder zur Nuggetbrücke. Und wieder mit dem Fleckmann Trainer sprechen.
Ungefähr so, ja. Zack, zack, zack. Und nicht vergessen, wieder von ganz oben mit dem Ansprechen. Also hier immer nach oben gehen, sonst funktioniert das nicht. Ich habe in Orange City mit meinem Freund auf einem MSN eine Party besucht. Echt, hätte ich nie gedacht, naja. Teenager möchte kämpfen. Ja, das ist dann vielleicht mal ein... Ich glaube, den kam speedig, den kennen wir ja. Okay. Gut, und zwar müsst ihr hier jetzt mit Abra teleportieren. Ich mach's aber, da wir ja im Glurak verwendet haben, wieder mit Glurak. Und fliege wieder nach Azura City. So, und jetzt müsst ihr wieder in diese Route sein, wo der Trainer war, gegen den ihr nicht gekämpft habt. Und zwar... Zack, jetzt öffnet sich das Menü. Also ich habe wieder nichts gedrückt und dann müsst ihr... Zack, und es erscheint auch ein Mew. Auf einer Teleport... Also wenn ihr Teleport verwendet, natürlich erscheint hier auch ein Mew. So, da wir ihn schon haben, werde ich es einfach mal killen. Ist ja egal. Und das war alles Mew Special. Im nächsten Part kommt Sunnytown. Habe ich noch nie gemacht. Solltet ihr euch vielleicht anschauen. Dann bis dann. Servus.